Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Diesmal machen wir einen Bonus-Part und zwar werde ich euch die erste Dreiviertelstunde des Vampirfürsten zeigen. Was passiert, wenn man sich hier in der Burg Volkihar nicht wieder schleicht, sondern sich tatsächlich anschließt. Bevor wir da reingehen. Schön, macht euch keine Gedanken. Wenn wir erst einmal drin sind, werdet ihr mich nicht mehr. Okay. Tirana ist wieder da. Öffnet das Tor. Ich wollte es mal kurz überspringen, da wir das ja schon alles kennen. Allerdings werde ich das Gespräch mit Harkon oder Harkan. Ne, Harkan ist der Typ von was guckst du? Harkon müsste der dann sein. Harkon, mit dem werde ich das Gespräch natürlich diesmal ein bisschen anders führen. Ich werde es eher ein bisschen unterwürfiger und nicht ganz so frech führen. Wobei, vielleicht ein bisschen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und wir werden dann schauen, was uns so als Vampirfürst erwartet. Entschuldigung, ich kenne schon den ersten Teil. Also ich habe schon ein bisschen die erste Quest gespielt. Allerdings glaube ich, dass wir in einer Dreiviertelstunde weiterkommen könnten. Wagen, hier einzudrängen? Moment. Deshalb. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Die Beleuchtung ist scheißgeil. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das denke ich auch. So, wir sprechen mit Harkon. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Ich traue mich nicht, ihn zu unterbrechen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ja, ich habe gesagt, ich werde ein bisschen arschkriecherisch spielen. Ich bin Roger, mein Gebieter. Wer seid ihr? Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Ja, eigentlich habe ich dann eigentlich schon die, glaube ich, am wenigsten witzige Antwort schon gegeben. Wobei, mir ist wirklich egal, was ihr seid. Nee. Ihr seid Vampire. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Redet er, das fällt mir jetzt erst auf, redet er von Serana oder der Schriftrolle? Ich glaube, er redet von der Schriftrolle. Bekomme ich eine Belohnung und war... Okay, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, gesagt oder... Was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Aber ich bin doch ein Werwolf. Was geschieht, wenn ich euer Geschenk annehme? Ja, das kennen wir schon. Die Macht meines Blutes wird diesen Schmutz verbannen. Wenn und ich wieder bleiben will. Euch aus dieser... Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Ich nehme euer Geschenk an
und werde zum Vampir. Schweigt still. Und jetzt passiert was, wo ich gedacht habe, er killt mich. Dabei muss er mich beißen, um mich zu verwandeln. Was im Nachhinein irgendwie logisch ist. Und jetzt haben wir den schlimmsten Kater unseres Lebens. Und so eine Geisteraura. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. So. Endlich erwacht? Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Ich bin bereit, etwas über meine neuen Kräfte zu lernen. Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug, das den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Die wahre Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. Das schaut auch scheißgeil aus, dieses Teil. Muss ich sagen. Schaut richtig cool aus. Nutzt die. Ja, und zwar ist es jetzt bei Magie, dort, wo uns eigentlich auch der Werwolf hingesteckt wurde. Nämlich hier in der Kräfte, haben wir jetzt die Macht des Vampirfürsten. Du verwandelst dich in einen Vampirfürsten, setzt die Kraft zur Rückverwandlung ein, um die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Vampirsicht verbessert die Nachtsicht. Und Vampir-Sklave, da beschwören wir einen schwachen Toten. Legen wir alles mal auf die Favoritenleiste. Und das wählen wir aus. Macht des Blutes der Alten, um euch in einen Vampirfürsten zu so verwandeln. Und das schaut jetzt scheißgeil aus. Tue ich gerade. Achso. Verwandelt euch in einen Vampirfürsten. Dann werde ich euch mehr. Das ist doch geil, oder? In dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr mit der Kraft der Blutmagie die Toten auferwecken. Ihr könnt außerdem die Mächte der Nacht anrufen, um euch in einen Fledermausschwarm zu verwandeln und in einiger Entfernung wieder zu erscheinen. Wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Okay, wir können die Schleichentaste benutzen, also keine Ahnung, was das am Controller ist. Jetzt sind wir Magie-Modus. Die nächste Lektion wartet. Und wir schweben. Gut. Zu Boden seid ihr schwächer, weil ihr euch nicht der Blutmagie bedienen könnt. Die Kräfte der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung. Und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit der Zeit werden eure Kräfte zunehmen und ihr werdet neue Wege entdecken, eure Begabungen einzusetzen. Das ist doch scheißgeil. Also das Aussehen mag ich an dem Teil wirklich sehr. Schaut richtig furchteinflößend aus. Viel zu Aber das Einzige, was blöd ist, ist halt, dass man sich quasi der dunklen Seite anschließen muss. Und das mag ich bei Roger irgendwie nicht. Okay, das hier ist quasi dasselbe wie beim Werwolfbaum. Allerdings ist es der Vampirbaum. Wir haben hier Gesundheit, Magiker, Ausdauer. Beim Werwolf hatten wir keine Magiker. Hier können wir alle Kreaturen entdecken. Also sonst würden wir nur lebende Kreaturen, glaube ich, entdecken. Und hier können wir auch Zwergenmaschinen und sowas entdecken. Hier können wir uns in einen unverwundbaren Nebel begeben. Und hier können wir uns schneller bewegen, okay? Dann, im mittleren Baum haben wir einmal, dass wir weniger Magiker verbrauchen. Und mit dem Nahkampfangriff, mit dem er uns verwandelt hat, können wir dann unsere ganze Gesundheit wiederherstellen. Also vielleicht war er gar nicht so kind und hat uns in einen Vampir verwandelt. Vielleicht hatte er nur Schmerzen im Knie, weil irgendein Soldat ihm irrtümlich einen Pfeil ins Knie geschossen hat. Und jetzt hat er gesagt, ah, jetzt muss ich irgendwen beißen.
Kann ja auch passieren. Okay, dann hier Nahkampfangriffe verursachen Giftschaden. Und im Kampf umgibt dich eine Wolke aus Fledermäusen, also quasi Area of Effect Schaden. Blutmagie holt ein lebendig. Was? Holt eine lebendige Kreatur aus der Entfernung zu dir heran. Okay, das könnte nützlich sein, wenn man als so ein Vampir spielt. Hier ist ein Stern dazwischen, das irritiert mich. Blutmagie kann einen Gargoyle beschwören. Das ist die Sache, wo ich mal gedacht habe, das wäre vielleicht wirklich eine Sache, für die es sich mal auszahlt, ein bisschen Vampir zu spielen. Ich werde eventuell mit meinem Dieb, also mit meinem schleichenden Attentäter, den ich auf der Konsole spiele, als Vampir spielen und da wäre sowas richtig cool. Vor allen Dingen wäre sowas richtig geil. Als Dieb natürlich, wenn man aus der Distanz, vor allen Dingen, wenn man dann nicht entdeckt wird. Und hier als letztes können wir das Ziel lähmen. Das ist eine Sache, die... mit der kann ich nicht viel anfangen. Doch wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige Gegner widerstehen. Was heißt wähle deine Kräfte? Haben wir ein Talent schon? Oder wo sollen wir das wählen? Eines müsst ihr noch wissen. Tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Nacht- und Blutmagie. Solltet ihr wie ein gemeiner Vampir den Einfluss der Sonne lindern wollen, so halte ich immer einige Diener in der Burg dafür bereit. Das ist alles, was ich euch beibringen kann. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich habe eine Aufgabe, die eure neuen Kräfte auf die Probe stellen wird. Ja, klar. Doch sprecht. Habt ihr noch Fragen? Also ich persönlich nicht. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren fragen oder per PM. Ich denke mal, ich weiß schon das Grundsätzliche. Ich habe mich da eigentlich noch einmal durchgefragt in meinem ersten Mal. Ich bin aber bereit, um mich der Aufgabe zu widmen. Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Das ist hier ganz links, winzig klein, setze irgendeine Kraft ein. Egal. Wir können aber hier... Wow. Okay, das habe ich vergessen zu zeigen. Man kann sich als Fledermausschwamm teleportieren. Wenn ich zum Beispiel mit dem Cursor da oben hinziele... Okay, es geht nur auf einer Ebene, das habe ich nicht gewusst. Aber wenn ich zum Beispiel da drüben hinziele, dann fliege ich, das hat ein bisschen Aufladezeit, als Vampir, Fledermaus, Fledermauskraft, ja, als Fledermausschwarm dorthin. Das ist saugeil, wenn einmal Gegner einholen und da auf einmal vier Gegner vor einem steht. Man hat keine Magiker, kann nicht mehr in den Flugmodus, wenn man keine Magiker mehr hat. Und naja. Es ist halt einfach besser. Was ich euch auch zeigen möchte, wie viel Schaden das macht. Es macht gut Schaden. Und, okay, man kann sich nicht nähern, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, man kann das oder so. Okay, ich bin halt auch noch relativ neu. Ich mag hier allerdings erstmal nicht so rumrennen. Nein. Hier haben wir nur Fledermäuse, Vampirsicht und Zurückverwandeln. Zurückverwandeln ist das einfachste dieser Sachen. Und verwandelt sich halt zurück. Was mir sehr vorteilhaft vorkommt. Erstens finde ich das geil, wenn so Blutlinien auf seinem ganzen Körper sind. Aber was ein sehr großer Vorteil im Vergleich zum Werwolf ist, ist, dass man angezogen ist. Wenn ich einen weiblichen Charakter spiele, werde ich nie Vampir spielen. Grund habe ich gerade genannt, aber irgendwie ist es auch schon deutlich praktischer. Also man merkt, dass der Werwolf zuerst kam und dann der Vampir, weil beim Vampir haben sie scheinbar ein bisschen mehr mitgedacht. Und das sind übrigens die Haustiere, die lieben kleinen Haustiere, die Höllenhunde, die jetzt alle Namen haben. Kusit. Ja, Kusit. Ich frage mich, wenn man durch die Trübhöllengruft schleicht und niemanden
was zu Leide tut und man jetzt hinkommen würde, ob man mit denen gut Freund wäre, weil wir jetzt Vampire sind, oder nicht. Sollte das jemand wissen, könnt ihr mir's gerne sagen. Ich habe übrigens was entdeckt, und zwar hier unten ist ein Verlies. Gibt's hier erstens Särge, in denen man schlafen kann. Und auch die haben was zum Klauen. Aber was richtig gut ist... Oh, hier ist Serana. Was nun? Gar nichts. Aber hier... Achso, nee. Das müsste ein bisschen weiter hinten sein. Oder es ist hier drüben. Irgendwo... Es ist ja ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen. Irgendwo gibt es hier nämlich... Hier alles, was ich brauche. Irgendwo gibt es hier nämlich die Möglichkeit, sich zu nähren, um Kommt diesen... Kommt mir nicht in die Quere, dann reiße ich euch auch keinen Arm aus. Ganz einfach, oder? Okay, sie sind genauso hart drauf wie die anderen. Ist das hier Vampire Kettle? Ich frage mich, ob man... Ich gehe mal hier auf Vampirfürst. Ob, wenn man hier sich in den Fürsten verwandelt, ob man sich jetzt dann nähern kann... Nee. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, wie man sich hier nähern kann. Ich habe nur gehört, dass es geht. Und zwar auch von Hakon. Kann ich mich jetzt an den nähern? Moment, vielleicht... Taschendiebstahl. Nee, ich kann mich nähern. Okay. Und kann ich mich auch an denen nähern? Ja. Geil. Wir nähern uns hier einfach. Die Sache ist, was wirklich ein Nachteil ist, meiner Meinung nach, dass wenn man sich nähert, bekommt man zwar weniger Schaden, also ich glaube, man bekommt ja keinen Schaden durch Sonnenlicht, man regeneriert die Gesundheit nur nicht langsam nach, was ja ein wichtiges Spielelement außerhalb der Kämpfe ist. Also man regeneriert jetzt schon seine Gesundheit, keine Ahnung wie lange, nachdem man sich genährt hat, aber man macht es halt. Der Nachteil ist, dass man, sobald man sich nähert, auch, naja, wie soll ich sagen, es stand gerade da, aber wie kann ich das jetzt am besten wiedergeben? Man wird halt als ganzer Schwäche. Ich glaube nicht einmal nur im Vampirfürstenmodus, sondern allgemein. Also man kann nicht einfach mal vor dem Kampf hier runtergehen, sich nähern und dann irgendwo hingehen und dort allen rausbashen und gleichzeitig Gesundheitsregeneration haben. Nee, nee, nee. Man müsste rausbashen, dann herteleportieren, dann trinken. Dann warten und dann noch weiter rausbashen. Also, naja. Fürst Hakon, vergesst euch nicht. Nun, was wünscht unser Fürst? Also Fürst Hakon, okay. Fürst Hakon sagte einfach, es ist an der Zeit. Nun gut, er will also den Kelch. Ihr habt von dem Blutsteinkelch gehört? Ziemlich geiles Ding. Nein. Versucht nicht, mir zu imponieren. Dadurch seht ihr lediglich wie ein Möchtegern-Gelehrter aus. Der Kelch befindet sich schon eine geraume Zeit in Fürst Hakons Besitz. Richtig angewendet, kann er die Wirkung unserer Kräfte verstärken. Er hat seit langer Zeit darauf verzichtet, ihn zu nutzen. Wenn er ihn jetzt gefüllt haben will, kommen große Dinge auf uns zu. Das ist gut. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Fürst Hakon hat sich nie um den Kelch geschert, hat sich stattdessen auf seine mehr als ausreichenden eigenen Kräfte verlassen. Das ist eine faszinierende Entwicklung. Ich habe keine Ahnung, wo er uns jetzt hinbringt. Ach so. Ah ja, ich weiß schon wieder. Ich dachte jetzt, der bringt uns doch nicht zum Kelch, oder bin ich jetzt doof? Aber nee, nee, der bringt uns eigentlich nur hier rüber. Entschuldigt uns. Ich muss den Blutsteinkelch holen. Der Kelch? Warum? Was habt ihr vor, Garan? Fürst Harkons Befehle, Ortjolf. Beruhigt euch. Unser Freund hier hat den Befehl erhalten, den Kelch zu füllen. Tatsächlich?
Wirklich. Er ist zur Rotwassergrotte unterwegs. Und dann? Viel Glück. Vingalmo und Ortjolf sind Harkons engste Berater. Sie werden sicherlich sehr überrascht sein, zu erfahren, dass ihr den Kelch nehmt. Und da wären wir. Dieser Kelch muss direkt an der Blutquelle in der Rotwassergrotte gefüllt werden. Aber das ist noch nicht alles. Wenn das geschehen ist, muss das Blut eines mächtigen Vampirs hinzugefügt werden. Denkt daran, dass die Rotwassergrotte... Nun sagen wir, dort leben derzeit weniger angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch mit ihnen abgeben oder gewaltsam vorgehen wollt. Eilt schnell zurück. Ihr wollt Fürst Harkon nicht warten lassen. Nee. So. Es ist beim ersten Mal übrigens auch schon passiert, ich glaube. Ich stehe über solchen armseligen Streitigkeiten. Ich lebe schon viel zu lange, als dass ich mir darüber Gedanken machen würde. Es ist bei mir beim ersten Mal übrigens auch passiert, dass ich ihn genommen habe, obwohl ich einfach davor stand und nicht A gedrückt habe. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt einfach allgemein automatisch zu meinem Inventar dazugefügt wird oder ob das ein Bug ist. Ich denke mal ersteres. Aber er hat angesprochen, dass man auf zwei Wege diese Mission lösen kann. Entweder friedlich, indem man sich mit denen abgibt, oder feindselig, indem man sie bekämpft. Ich habe probiert, mich mit ihnen abzugeben. Es hat aber nicht irgendwie ganz funktioniert. Auf einmal haben sie mich alle attackiert und ich habe nicht gewusst, warum. Ich werde es diesmal probieren, einmal ein bisschen sanft zu machen. Und das ist der Nachteil. Dein Vampirblut weilt im Sonnenlicht. Da nicht nur jedes Mal, wenn wir von drinnen rauskommen, gibt es diese grässliche Musik, sondern es ist auch tatsächlich, die Kräfte schwinden. So, ich glaube, wir können jetzt aber von hier erstmal teleportieren. Und zwar... Oder man kann doch nicht teleportieren und muss hier einfach nach Eiswassermole reisen. Oder zur Eiswassermole. Es ist ziemlich geschissen, dass es hier so viele Ladezeiten gibt. Okay, aber von mir aus. Gott sei Dank muss man das nicht jedes Mal machen, weil hin zur Burg kann man sich teleportieren. So. Finde den Blut. Kelch. Okay, hier ist die Rotwassergrotte. Man kommt von Ivarstadt halbwegs gut hin, habe ich so im Gefühl gehabt. Allerdings denke ich mal, kommt man auch von den Stellen von Rifton halbwegs schnell hin. Und ich verstehe jetzt nicht, warum Feinde in der Nähe sind. Kann ich irgendwo hinreisen, bitte? Bitte, Stelle von Rifton. Gut. Ich bin das letzte Mal von Ivarstadt gekommen. Der Marsch war... Naja, ich bin so einem komischen Banditenlager begegnet. Das habe ich allerdings links liegen gelassen. Ich bin eigentlich nur dem Fluss entlang gelaufen. Und ich glaube, so werden wir es jetzt auch machen. Denn am Fluss gibt es, glaube ich, weniger Gegner, als wenn man mitten durch die Wildnis streift. Und ich bin tatsächlich... Nimm zu, weil du hungerst. Ich hungere und jetzt habe ich auch die Vampirverführung. Das zeige ich euch auch mal kurz. Das hatte ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Kreaturen und Personen bis zur Stufe kämpfen nicht, okay? Ich bin mir nicht sicher, ob man das auch anwenden kann, wenn man nicht der Fürst ist. Moment, wo gehe ich hin? Ich muss da lang gehen. Wobei, wo ist der Fluss nochmal? Links von mir. Okay. Das heißt, wir gehen da lang und dann einfach, wenn wir den Fluss erreichen, immer am Fluss entlang. Hier gibt es, glaube ich, ja, hier sogar so eine kleine Mühle oder was auch immer es ist. Schönwetterhof. Ich glaube, hier hat einmal so ein irgendein geiles englisches Let's Play stattgefunden. Da hat sich nämlich jemand wirklich nur aus ehrlicher Arbeit... 25.000 Goldstücke verdient. Also wirklich nur durch Kohl ernten und so. Es hört sich auf dem ersten
Hörer, wie sagt man sonst, es hört sich ein bisschen komisch an, aber, und vor allen Dingen fad, aber es hat's echt geil gemacht. Ich hoffe, ihr seid freundlich. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Gut aufgepasst, meine junge Lady. Übrigens, ich halte mich mal wieder nicht an meinen eigenen Rat, direkt am Fluss zu gehen. Ach ja, was ich vorher sagen wollte, was ich glaube ich gar nicht den Gedanken zu Ende geführt habe. Ich bin tatsächlich dem ersten Drachen begegnet, als ich das erste Mal offscreen ein bisschen am Vampirlord rumgespielt habe. Und zwar genau auf diesem Weg, nur halt von Iverstadt her. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, dass man von Iverstadt kommt. Ich hoffe mal nicht. Also, was heißt, ich hoffe mal nicht? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, es war einfach Zeit und Zufall und das alles hat sich gut zusammengemischt. Ich denke, ich werde euch übrigens heute wirklich eine Dreiviertelstunde lang präsentieren, weil es ist halt ein Bonuspart. Wer es schauen möchte, schaut und wer nicht, nicht. Außerdem, das Haupt-Let's Play kommt ja weiterhin immer Dienstag und Freitag. Und da heute ja Mittwoch ist, ich nehme sogar Mittwoch mitten in der Nacht auf. Es ist gerade 2 Uhr an dem Tag, wo ihr es seht. Und da ihr eben immer weiter sehen könnt, das Haupt-Let's Play, werfe ich das nur mal so ein. Und da halt mit einer Dreiviertelstunde, das denke ich mal, ist ganz gut. So, und hier ist es schon. Ein etwas anderes. Naja. Es schaut von innen fast aus wie eine Mischung aus Gasthaus und Kerker, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier ist es. Seid ihr wegen des Skoma hier? Geht hinein. Eine Falltür führt euch nach unten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt... Hallo? Wenn ihr etwas kaufen wollt, geht weiter. Ansonsten verschwindet wieder. Okay. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt schon da war, bevor man Dämmerwacht, also Dawnguard, installiert habt. Ich glaube mal nicht, weil was für einen Sinn sollte es haben? Das ist ja nicht nur irgendetwas, das ist ja etwas mit einem ganz speziellen Ziel. Genauso wie ich glaube, dass die Trübhöhlengruft nicht schon da war. Ihr könnt mir es allerdings, solltet ihr Dawnguard nicht haben, dann schaut mal dort, wo ich euch die Trübhöhlengruft gezeigt habe. Und da, wo ich jetzt bin, also wenn ihr Skyrim habt, aber Dawnguard noch nicht oder nicht, wenn ihr es euch bald holen werdet, schaut's bald nach. Und sagt mir mal, ob diese zwei Orte wirklich nicht da sind, bevor man es installiert. Würde mich interessieren. Und ja, es schaut aus wie eine Mischung, also meiner Meinung nach, wie eine Mischung aus Lagerhaus, Kneipe und Kerker. Und warum das Ganze, überlasse ich jetzt euch. Halt! Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch, oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Geht nach unten. Ihr langweilt mich. Kerker? Gasthaus. Aha, willkommen, willkommen. Ich glaube nicht, dass wir euch hier schon einmal gesehen haben, oder? Ihr könnt etwas von mir kaufen und dann in jeder beliebigen Sitzecke Platz nehmen. Wie wär's mit einer kleinen Kostprobe, junge Dame? Da es euer erstes Mal ist, warum nicht? Sucht euch eine Sitzecke und genießt es. Ich glaube, das geht auch nur mit hoch genug Redetalent. Wo muss man nochmal hin? Ja, man muss irgendwo dann in eine dieser Türen rein. Braucht etwas? Nee. Hier ist zum Beispiel... Hier schaut es aus, als wäre hier alles wie in einer Nebelkammer. Aber ist es nicht.
Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo man hin muss. Ah, verdammt, wo muss man nochmal hin? Egal, ich werde euch erstmal zeigen, was Rotwasser-Skoma ist. Ihr kennt vielleicht Skoma an sich, aber wenn ihr Rotwasser-Skoma noch nicht kennt, stellt Ausdauer wieder her. Ich glaube, normales Skoma stellt weniger Ausdauer wieder her. Und ich frage mich gerade, ob man da wirklich bei der unendlich viel oder sehr viel kaufen kann. Wenn ja, wäre das fast besser als jeder Ausdauertrank. Die Sache ist, man muss hier durch. Und die Sache ist, hier habe ich nämlich damals verkackt, also damals, hier habe ich verkackt und hier hat man mich gesehen. Genau das ist mir passiert. Ich frage mich, ob ich jetzt lade. Nee, wisst ihr was? Ihr könnt mich jetzt mal ganz getrost am Arsch lecken. Ich bin nämlich ein Vampirfürst und jetzt werdet ihr meine Macht spüren, wenn ihr mich nicht tötet, bevor ich das... Jetzt ist wieder alles ruhig. Seltsamerweise bin ich an derselben Stelle beim ersten Mal auch gestorben. Also irgendwie mögen mich die scheinbar nicht ganz so. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den zum Beispiel ein bisschen aufwaschen. Nein, an sich jetzt nicht. Aber du fegst jetzt da. Und die da hinten schaut in meine Richtung. Ich warte jetzt mal kurz ab, bis der nicht in meine Richtung schaut und die auch nicht. Jetzt wäre eine gut... Nee, jetzt doch nicht. Das Husten ist übrigens sehr atmosphärisch. Ohne Scheiß jetzt, echt. Möchtest du nicht hierher gehen? Hallo? So, er geht wieder den Weg zurück. Nein. So. Nein, verdammt. So, bitte lass es funktionieren. Mist, Adept ist richtig scheiße schwer, wenn man nicht diesen Talentbaum geskillt hat. Adept mit meinem Dieb kriege ich. Ist da jemand? Oh, fuck. Okay. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir verwandeln uns direkt vor dem Wichser in einen Vampirfürsten und dann geben wir richtig Gas. Wir gehen hier in die Ecke und jetzt wird Gas gegeben. So habe ich es dann auch gemacht. Also, sollte es einer von euch geschafft haben, tatsächlich unbemerkt durchzukommen... Komm schon. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Und hast du den Schlüssel dabei eventuell? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das Gute ist, wie die Soldaten da einfach mal gar nichts unternehmen.
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns zurückverhandeln. Ich hoffe, wir können dann wieder vampirfest werden. Wenn nicht, wäre das richtig geschissen. Weil ich möchte es euch ja zeigen. Was richtig heftig ist, ist... Oh, sie hat den Hinterzimmerschlüssel. Okay. Ich frage mich, ob das der Hinterzimmerschlüssel ist. Ich habe einfach den getötet, aufgesperrt und die hat geschossen und habe sie nicht weiter beachtet. Hier könnte man schleichen, aber jetzt will ich euch das auch mal zeigen, was der Vampirfürst denn so macht. Erlebe die Macht! Fürs Fliegen ist übrigens fast zu hoch. Hier kann man sich in Fledermäuse verwandeln. Irgendwas ist da draußen. Hier drüben. Oh fuck. So, kämpfe für mich. Verdammt, ist zu mächtig. Vampir-Diener ist vielleicht nicht zu mächtig. Kann ich dich? Yeah, wir haben unseren eigenen Vampir-Diener. So, komm mit, Vampir-Diener. Wir machen jetzt hier richtig Action. Oh, verdammt, das hätte ich vielleicht nehmen können, wenn ich nicht Vampir-typisch gewesen wäre. Hey, wer schießt denn da noch? Bist du irgendwie dumm? Ich bin hier Vampir. Absoluter... Richtig geiles Video, auch einfach immer nur töten sagen. So. Ah, wir können ein Vampir-Talent. Ja, warum nicht? Ja, bitte. Danke für ein bisschen mehr Ausdauer und so. Ah, okay, die ist daher gekommen. Hier ist meiner Meinung nach ziemlich verwirrend, wo es hier lang geht. Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Ah, okay. Das Gute ist, man kann als Vampirmeister, ich bin mir nicht sicher, ob es auch als Werwolf möglich ist, aber dass man hier auch Hebel benutzen kann, ist geil und vor allen Dingen, dass... Okay, die Type ist schon wieder tot. Das ist nämlich relativ kurz, dieses Feature leider. Das ist nur so 20 Sekunden, 30 vielleicht. So, dafür können wir jetzt wieder... Was war das? Voll krass Vampir machen. Hab euch. Vampir-Diener ist zu mächtig. Warum ist ein Diener zu mächtig? Wir hatten gerade selber einen Diener. Yeah. Okay, also ihr seht, der Vampirfürst ist schon richtig cool. Meiner Meinung nach. Allerdings, ich habe probiert, außerhalb von hier zu kämpfen. Frisch genährt, im Sonnenlicht, gegen einen Höhlenbären habe ich nicht mal mit einem Verbündeten eine Chance. Glaube ich. Also ich hatte keinen Verbündeten, aber ich nehme mal an, er hat mich, glaube ich, in 3 Schlägen getötet und ich habe gerade die Hälfte von seinem Leben abgemurkst. Also wenn es schlecht geht, kann man nicht mal einen Höhlenbären töten. Also es ist schon ziemlich nervig, kann ich sagen, wenn man ein frisch genährter Vampirfürst ist. Okay, hier. Ich frage mich, ja, man kann die Kette ziehen. Hier war ich nämlich schon wieder Mensch, also das habe ich nicht mehr in Vampirfürst gemacht. So. Das kenne ich übrigens noch, ja. Okay. Er macht übrigens auch mit seinen Clown-Angriffen bei weitem nicht so viel Schaden wie der Werwolf. Dafür macht er mit der Blutmagie alles platt. Und vor allen Dingen... kann er ziemlich gut spammen.
Das ist auch eine gute Sache. Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Doch, kann ich. Okay, Moment, was war hier drüben noch? Egal, man kann eh nichts aufheben. Aber ich denke mal, das... soll ich jetzt schon aufhören? Was ist denn da dahinter? Die Rotwasserquelle an sich. Nee, ich habe euch mal ein bisschen was vom Vampirfürsten gezeigt, also machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, wer jetzt gedacht hat, nee, jetzt macht er die Folge zu Ende. Nee, mache ich nicht. Es gibt nämlich am Ende dieser Quest noch einen ziemlich geilen Twist. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon kommt oder ob der noch ein bisschen was braucht. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, er braucht noch ein bisschen. Leider. Also wie gesagt, beim ersten Mal habe ich, glaube ich, allein für diesen Part hier eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil ich es am Anfang ohne Vampirfürst machen wollte. Dann habe ich auf Vampirfürst gestellt und dann war es auf einmal irgendwie geil. Also geil, ja. Dafür kann ich jetzt nichts aufnehmen. Warum trinkt ihr da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweihte Quelle ist. Was war das? Das war ich. Und ihr werdet alle sterben. So, komm her. Wo bist du? Nein! Fuck. Fuck! Dum, dum, dum. Okay, diese Scheißfalle bin ich beim ersten Mal übergangen. Deshalb hatte ich keine Ahnung, was da unten auf einmal passiert. Zack, auf einmal Stacheln und nein, was jetzt? Ich frage mich, ob das das Feuer entzünden kann. Nee. Die Magie oder kommt mir das nur so vor? Wird auch beim Vampirfürsten ziemlich schnell regeneriert. Seht ihr das mal? So schnell war es nie in normalen. Also als Magier würde es sogar halbwegs stimmig sein. Als Ork. Nee. Absolut nicht. Als Ork ist man beim Werwolf 100-mal stimmiger. Ich frage mich gerade. Yeah. Also man kann auch hier was machen mit dem Feuer. Also man kann ja fast immer das Feuer mit Lampen entzünden, die man von irgendwo runterregnen lässt. Jetzt werde ich mir erstmal speichern. Moment, waren wir hier nicht gerade? Nee. Oder? Nee. Die Kiste, da ist glaube ich irgendwas Geiles drinnen. Wenn mich nicht alles täuscht, okay, hier haben wir nur einen Shortcut. Den wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, glaube ich. Fuck, wo geht's hier nochmal weiter? Oh Gott, das ist so verwirrend, ich sag's euch ja. Was hier? Nee, 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 nee. Wo ging es denn weiter oder ging's eh da unten weiter? Nee, ich glaube, es ging da unten weiter. Es ging da unten weiter. Nein, 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 nein. Hier war nur... Okay. Moment, dann bin ich jetzt noch mehr verwirrt. Von der Seite bin ich gekommen. Und was ist das? Was ist das? Okay, wir können Fallenauslöser. Naja. Meint, ich schwebe mal kurz. Schweben ist irgendwie geiler als zu laufen als Vampirfürst, ganz einfach. Ich weiß nicht warum, aber verdammt, wir sind, glaube ich, zu groß, um hier zu fliegen. So, wo ging es denn nochmal weiter? Hier ging es nicht weiter. Nee, nee. Shit, bin ich so dumm. Ja, hier nicht drauf treten, hier ist Falle.
So, wir haben ja hier oben den Shortcut geöffnet. Da muss das doch für irgendwas gut sein. Ach Gott. Warum fehle ich jetzt? Warum fehle ich nicht irgendwann anders? Moment, nee, hier ging's weiter, genau. Weil ich noch gedacht habe, kommen hier Drauge? Es kommen Todeshunde. Ich bin mächtiger Vampirfürst Roger. Ich bin Vampirfürst Roger. Also stellt euch mir nicht in den Weg. Auch wenn ihr ein Vampirmeister bin, ihr seid kein... Auch wenn du ein Vampirmeister bist, bist du kein Vampirfürst. Und damit bist du mir nicht gewachsen. Den Vampir könnten wir eventuell mitnehmen. Komm. Hehe. So, es sollte ziemlich bald jetzt das Ende kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich sein, dass mich alles täuscht. Glaube ich aber fast nicht. Ich glaube... verdammt. Es ist... Zu viel verstecken. Die Sterblichen sind schwach. Er ist ein Feigling, sie zu fürchten. Wir sollten uns nähren, wann wir wollen. Kann diesen nagenden Hunger nicht mehr ertragen. Okay. Kann ich mich an dir nähern? Achso, ich kann mich als Vampirfest nicht nähern. Holztür oder Eisentür? Ich weiß nicht. Hinter irgendwas war was... Achso, hier war nur sowas. Moment, nein! Boah, Gott sei Dank. So. Noch sind wir in den Schatten. Ich wusste es. Hier drüben. Auf, zu viele. Blutmagie. Also Blutmagie ist echt ziemlich stark, muss ich sagen. Also selbst Vampirmeistern und blutigen Vampiren, wobei blutige Vampire meiner Meinung nach stärker sind als Vampirmeister. Also... Es macht echt mit allem ziemlich schnell Ende. Vor allen Dingen, es regeneriert sich sau schnell. Also du kannst kannst einige Male was machen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der stark ist, also okay. Ah ja, der ging ja. Okay. Und ich glaube, wir sind dem Ende jetzt schon ziemlich nahe. Okay, wir können noch einen Vampirfürsten. Talentbaum steigern. Ich hab mal nach rechts, weil ich die Gargoyles möchte. So, hier ist der Vampir-Diener unserer gestorben. Den werden wir nicht wiederbeleben können. Aber eventuell die hier. Blutiger Vampir? Nee, gut, dann nehmen wir das Skelett mit. Scheiße, wo ist das Skelett? Wo ist das Skelett? Das Skelett ist überall. Komm schon. Skelett hat tote Erwägungen widerstanden. Vielleicht, weil es nicht tot ist, sondern untot. Hallo? Bin ich jetzt doof? Warum kann ich da nicht durch? Muss ich doch oben durch? Ich kann übrigens auch springen und die Springanimation schaut sau lustig aus. Hui, ich kann fliegen. Hui, ich kann fliegen. Hui. Alter, also, das ist irgendwie schon lächerlich gemacht, fast. Yeah. Okay, ich verwandle mich einfach mal zurück. Vielleicht kann ich es ja wirklich nicht öffnen, weil ich ein Vampir bin. Aufschließen, ja, weil man es aufschließen muss, weil wahrscheinlich dieser, wie heißt der nochmal, verdammt, der, oh, kleiner Sinnstein, dieser eine Typ hat den Schlüssel bei sich,
Ich schaue jetzt nochmal, ob sie den Schlüssel bei sich hat. Und wenn ja, dann mache ich noch auf. Und wenn nicht, dann... Okay, ich finde ihn gar nicht mehr. Oder ist er das? Meister, Diener, blutiger Vampir. Okay, scheiß drauf. Egal. Ich habe noch meinen alten Spielstand, glaube ich. Oh, Rotwasserskummer. Oh, gut. Ich werde auf jeden Fall mit dem Vampir noch ein bisschen weiterspielen. Ich werde allerdings schauen, dass ich zuerst mal ein bisschen was aufnehme für Skyrim, weil das kommt, muss ja auch übermorgen kommen. Und ich würde sagen, nach nicht ganz 50, aber fast 50 Minuten, also definitiv einer Dreiviertelstunde, beende ich hier mal den Part. Und hinter der Tür gibt es dann für euch, wenn ihr es spielt, eine kleine, ziemlich... Naja, es sagen wir mal, es gibt eine Überraschung. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim, wenn es dann normal weitergeht am Freitag. Bis dahin, tschüss Leute.